Umzug mit Kindern. Ich bin von München nach Berlin gezogen. Also, das kommt ja darauf an, manche ziehen ja eine Wohnung, manche ziehen ja ein Haus. Wenn man so ein Haus baut, dauert das schon ein paar Monate lang. Weil da muss jetzt am Anfang die Bodenplatte alles gemacht werden. Und in der Wohnung ist es ja so alles fertig schon. Und da muss auch noch alles, das ganze Dach rauf, ganze zweite Etage, wenn man eine hat. Und ja, deswegen dauert das dann auch ein bisschen länger. Wir fahren oft dahin am Wochenende, weil da Mama und Papa Zeit haben und sie will eigentlich immer spielen. Da wurde ich nach Soro und die raus wollen oder so. In ein Haus, wo ein Swimmingpool ist. Würde uns gefallen. Ja, ich würde gerne das gleiche Haus, nur eben mit einem Swimmingpool. Ich würde auch das gleiche Haus mit einem Swimmingpool. Ich mag es auch nicht so gern, wenn wir zum BSR hochfahren, weil ich da fast jedes Mal einschlafe. Das sind große Maschinen, die das alles zerpressen und dann wird es mit Laster irgendwo hingefahren, wo das dann verbrannt wird. Ich glaube, da fangen wir ganz früh an zu packen. Und man braucht da ein bisschen Hilfe, weil das sehr schwere Sachen sind. Das Allerschwerste ist, glaube ich, das Lego von mir. Weil wir ganz richtig viel haben. Da haben wir richtig so eine Kiste, wo ganz viel kleines Lego drin ist. Weil Mama einen Jaden im Bauch hatte, konnte sie nichts tragen. Also wir waren drei Leute und dann sind wir immer hin und her. Viermal, einmal sind wir mit dem ganzen LKW, haben wir Schrott weggebracht und die anderen drei Male sind wir hin und her gefahren. Und dann habe ich meine Hochbettteile immer die Treppen runtergetragen. Ich habe mein eigenes Hochbett getragen. Und ich habe die schwersten Sachen getragen. In den Toiletten, da kann man sogar schon spülen. Da kann man nur nicht kackern, aber man kann schon püppeln. Ja, aber jede Toilette funktioniert jetzt schon. Und da hatten wir halt auch Freunde und dann war das auch ganz schön schwer, Abschied zu nehmen. Das war so ein trauriges Gefühl, weil ich habe meine ganzen Freunde vermisst. Und wo ich mich zum ersten Mal umgeguckt habe, war ich noch mir nicht sicher, ob ich hier bleiben musste für immer. Und dann hatte ich schon ein besseres Gefühl und in 10 Tagen habe ich die Angst wieder verloren. Ja, unsere Wände, weil ich möchte ja nicht nur weiß, ich möchte auch ein paar bunte Farben. Und Judy, glaube ich, auch, oder? Ich möchte lila. Ja, und ich möchte vielleicht blau oder grün und lila. Dass ich ein Bett habe, wo ich ganz Freunde einladen kann. Da hab ich so ein Bett, wo man das noch ein Bett rausnehmen kann. Ich wollte auch ein Hochbett haben. Mit Rutsche zu einem Wasserbecken. Dann mache ich auf, wenn ich in Wasser reinplumpse. Ja, und ich habe auf meine Kuscheltierkartons ein Zeichen gemacht, damit ich weiß, wo meine Kuscheltiere drin sind. Ich musste mich um meinen Bären kümmern. Ein Kuscheltier. Der saß die ganze Fahrt nur neben mir. Jetzt habe ich ihn immer noch. Den habe ich zu meiner Geburt gekriegt. Also habe ich ihn schon fast 8 Jahre. Mädchen haben ja fast nur Barbies. Oder Roboterbaum, der immer hochfliegt. Können die fliegen? Es wäre aber besser, wenn einer oben einfach das Fenster aufmachen würde. Der
könnte alles Mögliche sich in Autos verwandeln. Also so wie ein Transformer. Oder sich unsichtbar machen. Dann fährt man durch andere Autos durch. Gadgetto-Arme? Greifarm und dann weg damit. Also ich glaube, ich würde dann dreimal herumziehen, weil wenn ich dann halt so 21 oder so bin, ziehe ich ja dann auch aus oder schon früher und dann gehe ich erst mal in die Wohnung, wenn ich dann einen Freund habe, ziehen wir dann halt also auch zusammen und dann habe ich einen Mann, dann ziehe ich mit dem zusammen und wenn wir dann Kinder haben, wollen wir uns dann halt auch ein Haus, damit dann halt auch die Kinder ein Zimmer haben. Ich finde, der Umzug ist schön, aber auch ein bisschen anstrengend. Ja.